Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Panzergeneral 3D. Heute spielen wir Kharkov. Ja, das sind meine genial geilen Truppen. Und ja, bevor jetzt nachher Fußball auf Sport 1 gezeigt wird, heute hat er Köln gespielt. Ja, legen wir jetzt mal los. Jetzt habe ich das leider weggeklickt, ich Schlaumeier. Gucken wir erstmal, wo wir uns aufstellen können. Okay, ja, ich würde mal sagen, dass das interessant ist. Ich weiß jetzt natürlich leider nicht, was Tuslov? Achso, so heißt der Fluss. Und das ist, wie heißt der Fluss? Bolschoi-Nevistai. Okay, interessant. Ich weiß natürlich nicht, wo ich wen hinstellen soll. Zack. Das Ding stellen wir mal dahin. Hä? Achso, den hatte ich aus Versehen weggeklickt. Wieso habe ich nur noch. Achso. Ja. Ja, wie klug bin ich doch. Das war natürlich ein Fail. So. Zack. Die beiden stellen wir mal da oben hin. So, ja. Ich weiß es nämlich nicht, wie das in Sachen Brücken aussieht. Wieso habe ich den jetzt wieder weggeklickt, ich Schlaumeier? So, ja, so sieht das jetzt hier aus. Machen wir erstmal hier weiter. Und dann geht es hier weiter. Ja, ich würde sagen, erstmal etwas vorsichtiger vorrücken. Vor allen Dingen, um mal zu gucken, was da vielleicht so in Sachen Panzer auf uns zurollt. Könnte ja uns durchaus eine unangenehme Überraschung erwarten. Und ja, da scheinen auch irgendwelche Schiffe zu sein. Die sollten wir vielleicht auch mal bebomben. Egal. So, ich glaube, das sind die beiden besten Gegenschiffe. Das heißt, die nehmen wir jetzt mal. Das ist aber nicht so nett, dass hier gleich zwei abgenommen werden. Damit bin ich nicht einverstanden. So,
vorsichtshalber die beiden noch als Schutz dahinter stellen. Und ansonsten müssen wir jetzt halt mal gucken, dass wir schauen, was jetzt so passiert. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Ob jetzt irgendwelche Panzer auftauchen. Okay, das war nicht so freundlich. Was hat die denn da kaputt gemacht, sag mal? Ah, das waren Brückenpioniere, okay, ja. Gut, das will ich Ihnen mal zugestehen. Ansonsten kann ich jetzt momentan nicht gerade sehr viel sehen. Muss ich vielleicht auch nicht unbedingt, wer weiß das schon. Okay, also ich schätze mal, irgendwo so im Hinterland wird wahrscheinlich auch die ein oder andere dickere Artillerie stehen. Ach, das wollte ich nicht. Den wollte ich haben. So, jetzt habe ich mich leider in die Bredouille gebracht, dass ich da jetzt diese Kavallerie-Fritzen kaputt machen muss. Oder zumindest so weit anschießen, dass die jetzt mir nichts mehr, nicht mehr für meine Artillerie gefährlich werden. Das ist nicht gut, das machen wir lieber nicht. Ah, scheiße. Machen wir erstmal hier im Norden weiter, glaube ich. Okay, das ist nicht gut. So. Ja, den habe ich immer noch keinen vernünftigen Wagen gegeben. Das ist dumm. Okay, aber wir haben jetzt immerhin hier schon mal ein bisschen losgelegt und ja, können jetzt einfach mal gucken, dass wir hier weiter angreifen. Okay, das war jetzt nicht so klug von mir. Eigentlich, jetzt machen wir erstmal das Ding hier kaputt. Zack. Zack. Muss ich dann jetzt leider mal riskieren. Also, das sieht doch jetzt schon mal wesentlich besser aus, alles in allem. Und ja. Ja, dann lassen wir das erstmal so. Das heißt, die Flugzeuge können wir ja vielleicht schon mal ja, hier irgendwo mal so hinfliegen. Ich
hoffe, dass da keine Flugzeuge gerade am Anflug sind. Zum Glück nicht. Ich sollte mir vielleicht mal die strategische Karte anschauen. Vielleicht sind auch irgendwo hier noch andere Hilfseinheiten versteckt. Da sehe ich schon mal ein Minenfeld. Das ist gut, dass ich das jetzt so sehe. Okay, also das ist sehr, sehr weit verstreut. WTF. Wir sollten vielleicht, sollte ich mir jetzt doch nochmal irgendwie irgendwas P-mäßiges kaufen. Das wären dann also Brandenburger. Wo sind denn die? Die müsste doch jetzt eigentlich auch noch geben, jawohl. So. Vielleicht auch zwei Brandenburger, wer weiß das schon. Achso, die kann ich jetzt aber leider nicht aufstellen, das ist dumm. Gut, dann muss ich sie wieder leider wieder verkaufen. Was ist denn hier mit meinen... Habe ich da jetzt wirklich... Nee, habe ich nichts. Gut, dann verkaufen wir sie wieder. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen dumm gelaufen. Vielleicht kann ich dann einfach irgend so eine halbgare Hilfseinheit da rumlaufen lassen, aber es ist immer noch die Frage, wie komme ich da jetzt in den äußersten Süden? Ich meine, da wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel sein, da an dem Siekex, aber also die Rundenanzahl finde ich trotzdem ziemlich sportlich. Vor allen Dingen ist ja, glaube ich, auch hier in Rostov dann, ja... Die Hütte voll, sozusagen. Ja, das lassen wir lieber. Okay. Ups. Ups! Das war eigentlich überhaupt nicht so gewollt, aber es ist... I like it. I really like it. Das jetzt eher nicht so. Das ist ziemlich frech. Gut, ich meine, was soll ich da auch jetzt machen? Das sind jetzt so viele Flugzeuge, WTF. Na gut. Die sind jetzt natürlich ungeschützt. Hartnäckige Verteidigung von meinen Truppen ist immer gut. Ja, wenn die sich so selbst massakrieren, dann ist das noch besser. Entretchement, Tr, was ist denn Tr? Keine Ahnung. Ist, glaube ich, auch nicht so kriegsentscheidend. So, dann gucken wir jetzt mal. Ach, das Team. Mann! Immer so ein Scheiß mache. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte gucken, ob ich den hier abschießen kann, zufälligerweise. Und dann gucken wir mal. Den abschießen kann, wenn ich den anderen daneben stelle. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das klappt. Und dann gucken wir noch, ob das klappt, dass ich den abgeschossen kriege. So. Sehr schön. So, und dann müssen wir uns nur noch um den da oben kümmern. Okay, so, zack.
So, Überrollen Deluxe ist angesagt. Du Scheiße, der hat sich mal kurz fast selbst, fast komplett leer überrollt. Auch nicht schlecht. So. Die zwei, die fahren jetzt einfach da lang. Okay. Ja, nehmen wir Adi mal kurz. Weil das Ding möchte ich gern weghaben, ansonsten ist es nämlich immer ein Speer für den Gegner. Ein guter. Okay, dann gucken wir hier mal weiter. Die kommen da leider beide nicht so richtig hin. Ja, der schon, aber der bringt nicht so viel gegen den. So, das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Wir können jetzt hier auch schon mal so ein bisschen Richtung Süden fortfahren. So, das sieht doch schon mal ganz schnucklig aus. Hoffe ich nur, dass keine weiteren Jäger angeflogen kommen. Das wäre schlecht. Oh, Hinterhalt. Hinterhalt ist immer gut, vor allen Dingen, wenn es einen ausgezeichneten T34 betrifft. Das ist dann genau der richtige für den Hinterhalt. So. Dann gucken wir jetzt mal. Das geht jetzt erstmal leider nicht weiter. Jetzt bräuchte man irgendwas, was da mal ein bisschen angreifen kann. Was haben die denn? Die haben so einen Truck, der kann jetzt auch nicht richtig da hier attackieren. Die fahren jetzt einfach mal da hier vorne hin. Eiskalt. Die lasse ich jetzt mal stehen, vorsichtshalber. Okay, dann gucken wir mal weiter. Da hinten ist ja auch nochmal ein Sieghex. Ich hoffe, da steht nichts rum. Oh, da ist ein Panzer.
Gut. Das sieht doch schon mal ganz schnucklig aus. Dann hätten wir das schon mal so weit geschafft. Dann müssen wir nur noch sehen, dass wir den hier abgeschossen kriegen. Okay, also die Dinges würde ich aber eher ungern dafür einsetzen. Das ist keine gute Idee. Was wollte ich jetzt sagen? Die ist klar. Was sind das für einer? Ah, das ist so eine Hurricane. Ich kann mal gucken, was es da hier so eigentlich alles im Angebot gibt. Okay. Das sieht jetzt gar nicht mal so spektakulär aus. Da könnten wir mit der Luftwaffe wahrscheinlich schon das ein oder andere reißen. Mal kurz. Komme ich da? Mache ich lieber von da hinten. Greife ich an. So, dann nehme ich nämlich den, fliege den da drauf, den fliege ich auch zum Aufladen auf dem Flugplatz und dann habe ich da hinten ja auch noch Flugzeuge, die jetzt mal hier Richtung Osten fliegen. Ich hoffe mal, dass da kein Flugzeug ist. Sieht nicht so aus. Gut, ja, also alles in allem sieht das ja schon mal ganz schnucklig aus. Ich denke mal, da müsste man eigentlich auch soweit ganz gut durchkommen. So, einzige, was dumm wäre, wäre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt nicht schlau. Wo kam der denn her? Draußen vom Walde kam ich her und ich muss euch sagen, ich gehe euch auf die Nerven sehr oder irgendwie sowas. Gut, gucken wir, dass wir den abgeschossen kriegen. Der nervt. Das ist nicht gut. Mache ich das? Ach komm, das mache ich jetzt einfach mal eiskalt. Ice Cold Killer. Und so, das Ding würde ich auch ganz gerne kaputt. Oh. Wie jetzt? 3-0? Den geht's wohl zu gut. Komm hier, Sturmangriff. Sturm der Liebe. So, Sturm der Liebe und Sturm des Hasses. Das ist. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Wegen Sturmangriffen und so. Vielleicht fahre ich jetzt auch einfach nur ein Stück weiter nach vorne. So, der hat nur noch einen Schuss, den sollte ich dann vielleicht jetzt mal aufladen. So, die
halt da jetzt auch mal rein. Und er guckt jetzt mal im Osten, was da so im Angebot ist. Okay, 4-2 ist keine gute Idee. Den musste ich jetzt leider aufladen. Sieht doch schon wesentlich besser aus. Könnt ihr jetzt natürlich auch mit der Luftwaffe gucken, dass ich da einfach drauf bombe. Erstmal sollte ich hier gucken, dass ich da mal hier was geregelt kriege. Wo sind denn überhaupt die Fallschirmjäger-Pioniere? Sturmpioniere, da sind die. Die haben doch P. Nur das Dumme ist, wenn ich die jetzt verlade, dann haben die natürlich danach kein Fahrzeug mehr. Das wäre irgendwie ein bisschen suboptimal. Da müsste ich die in Fallschirmjäger-Pioniere umrüsten, die kein P haben. Andererseits, wie soll ich da unten hinkommen für einen glorreichen Sieg? Das ist für mich ein Rätsel. Generell ist das für mich ein Rätsel, wie ich das zeitlich schaffen soll. Aber gut, ich gucke jetzt einfach mal weiter. Vielleicht sollte ich auch einfach etwas radikaler zur Sache gehen. Vielleicht bin ich auch einfach etwas zu pussyhaft vorgegangen. Okay. Da haben wir eine Artillerie. Machen wir erstmal hier oben weiter, würde ich sagen. Das geht leider nicht. Den lade ich mal wieder auf. Was sagt der gegen den? Oh, cool. So, das hätten wir dann also auch geschafft. Jetzt geht es hier weiter. Mal gucke ich hier wieder bei meinen beiden Hempeln und mache jetzt vielleicht einfach mal kurz einen Doppelangriff mit dem nebendran. So, das hier, Siegex ist schon mal unseres. Den lade ich mal kurz auf. Oh, okay, das geht nicht. So, die Minenfelder gehen mir irgendwie gerade ein bisschen hart auf die Eier. Aber das macht nichts.
Das machen wir mal kurz so. Zwei, das ist keine gute Idee. 7-4 eigentlich auch nicht. Was ist denn mit denen? Die haben keine Munition mehr. Okay, ja, was machen wir da jetzt? Die hatten auch schon geschossen. Unfassbar, dass ich den nicht kaputt kriege. Gut, aber was soll's. Da müssen wir jetzt halt hier mal sehen, dass wir hier weiter vorrücken. So, und das Ding mache ich jetzt einfach mal kaputt. Das stelle ich da mal hin, dass die mal einen Angriff darauf machen, dass die Flak mal ein bisschen mehr Erfahrung kriegt. Kriegen sie mal hier was vor die Flinte geworfen als schönes Ziel. So, und ich glaube, ich werde jetzt einfach mal kurz mit dem da angreifen. Bringt mir leider nicht sehr viel, aber zumindest ein bisschen was. Ganzen Minenfelder können wir jetzt schon mal angreifen. Die stehen nämlich nur im Weg rum. Und sonst haben sie keinen sittlichen Nährwert. Okay, ja. Also ich glaube nicht, dass ich das glorreich schaffen werde, aber ich hoffe, ich kann es überhaupt schaffen. Okay, so. Das Ding ist leider leer. Der hat noch. Muss ich mal gucken, wo war denn die scheiß Flak hin? Da hinten. So, wenn ich jetzt mit dem und dem Fliegerast daneben drauf gehe, das müsste doch eigentlich ganz gut ausgehen. Hoffe ich doch mal. Ach, der kann ja zweimal schießen, das ist gut. So. Ne, Moment, das machen wir anders. Der geht mal lieber auf den da drauf. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch überrollen. Zack. Ne, Moment. Quatsch. Der kann doch gleich sich da hinstellen. So. Aber wieso kommen die jetzt nicht da drüber? Hä? Was ist das denn? Ich verstehe es nicht. Wieso kommen die jetzt nicht da drüber? Achso, die haben sich noch nicht als Brückenpioniere dahingestellt. Ja, wieso auch immer.
Gut. So, der hat sich jetzt leider leer überrollt. Das ist sehr ärgerlich. Kommt der? Der kommt da nicht hin. Ach ja. Okay. Wo ist denn, da sind die zweiten Brückenpioniere. Die sind jetzt natürlich leider eigentlich schon fast zu weit weg. Gut, also müssen wir jetzt mal schauen. Ja, so wie wir die da unten rauskriegen, ist mir echt ein Rätsel. Ich fürchte fast, das Szenario müssen wir nochmal neu machen. Okay, 1 zu 4 ist heftig. So, machen wir es einfach mal so. Zack. Und zack. So, und der Rest sollte sich vielleicht darum kümmern, dass hier dann mal Ruhe einkehrt. Ich sollte jetzt vor allen Dingen, ja, das wäre jetzt dumm, jetzt habe ich schon die eine Artillerie bewegt, ohne sie zu benutzen. Krieg sie nicht richtig raus, dann machen wir das jetzt so. So, der geht mal auf den drauf. Okay, ah, der ist wohl leer, das ist ärgerlich. So, ich werde die jetzt verladen. Auch wenn es mir nicht schmeckt, aber ich glaube, es muss sein.
komme ich da hinten irgendwie hin. Der kann da zumindest noch angreifen. Aber auch nicht sehr viel erreichen. Wenn ich hier übers Wasser gehe, dann brauche ich gleich zweimal die Brückenpioniere. Das wäre auch ein bisschen sinnfrei. Oh, die wurden ausgezeichnet. Kampfunterstützung. Wow. So, den stellen wir jetzt mal dahin. Na, gucken wir jetzt einfach mal weiter, würde ich sagen. So, jetzt muss ich leider als nächstes das Ding hier mal kaputt machen. Der ist leer, den muss ich zum Flugplatz fliegen. Leider auch leer. Dann machen wir das halt so. Ach, Brücke bauen, das ist schön. Hatte ich nicht noch mal irgendwie einen, der Brücke bauen hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, der kann auf jeden Fall da hinten rüberfahren. Und die kommen da jetzt nicht so richtig vorwärts. So, was war jetzt hier mit denen? An Bord gehen. Und bitte einmal schnellstmöglich Richtung Südwesten fliegen. So, der fliegt mit und brauche ich dann leider in der nächsten Runde den einen Bomber. Der hat noch zwei Schuss, das heißt, der fliegt jetzt mal Richtung Süden. Wie viel hat der andere Bomber? Der hat noch einen Schuss. Kann ich da eigentlich irgendwas sehen? 37 mm. Ah, das ist eine Attrappe oder was? Nee. Das ist nicht. Dann sollte ich das Ding jetzt vielleicht mal angreifen. Solange es sich noch nicht wehren kann. So, mit dem spinksen wir mal da hier im Süden, was es da gibt. Ich hoffe, keine dicke Flak oder so. Na, doch, eine. Zwar keine dicke, aber immerhin eine Flak gibt es dort. Okay, ja, also glorreich werde ich vergessen können. Ich hoffe, ich kann das Szenario überhaupt irgendwie schaffen. Das hat einfach eindeutig alles so lange gedauert. So, jetzt muss ich leider auch noch erstmal den Bomber holen. Sehe ich jetzt auch noch was, was mir überhaupt nicht gefällt. Aber gut.
Aufklärer da wäre nicht schlecht. Gut, ich fahre den Panzer jetzt vorsichtshalber da noch hin. Hilfseinheiten lasse ich da stehen. Die haben sowieso alle keine Reichweite. Kannst du vergessen. Gehen wir jetzt hier erstmal rüber. Panzer fährt jetzt auch los und ansonsten alles, was jetzt irgendwie recht schnell ist, fährt jetzt rüber. Ich hatte jetzt natürlich auch viel zu viele Einheiten im Osten. Aber das kam jetzt natürlich auch dadurch, weil ich halt versucht habe, da hier als erstes durchzubrechen. So. Nee, mit dem Bombenangriff warte ich noch. Dann fliege ich jetzt mal dahin, um zu gucken, was es da gibt. Okay. Schon mal gut, dass es da nichts Großartiges gibt. Gut, ich würde sagen, wir lassen das. Den Bomber können wir auch noch Richtung Süden fliegen. Der kann da vielleicht auch noch mal ein bisschen mitmachen. Ebenso wie der Uhu. Was würde eigentlich der Jäger gegen die Flak sagen? Na komm, das machen wir jetzt einfach mal. So. Toll. Das noch, den habe ich nicht kaputt gekriegt. Dann machen wir jetzt halt weiter. So, den Aufklärer fahren wir auch in den Westen. Ja, Artillerie und so sollten wir lassen, wegen der Flotte. Wegen der Flottenflotte. So, dann spinksen wir mal, ob da auf dem Flughafen was ist. Aber nee, das ist gut. Ich glaube, die kann ich dann jetzt alle so weiter stehen lassen. Den Rest, der dürfte nicht schnell genug sein, um da jetzt irgendwas reißen zu können. So, Treffer versenkt, oder wie hieß es noch gleich? Den Flughafen wollte ich auf jeden Fall auch noch mit einnehmen. Und dann haben wir hier das letzte Siegkeks. Der müsste auch noch einen Schuss haben. Jawohl, so ist es.
kommen und der macht jetzt hier den Rest. ...2286 Erfahrungspunkte hatte schon WTF. Wisst ihr was? Ich hätte jetzt nochmal Lust da anzugreifen. Oh, da habe ich jetzt Glück gehabt. Gut, dann sollte ich auch aus diesem Grund jetzt dringend das Szenario beenden. Ich habe ja jetzt soweit alle Städte eingenommen. Ja, hätte ich jetzt doch mehr falsche Jäger gebraucht. An OB Panzerarmee. Schnellste Verfolgung des Feindes in Richtung auf die Kaukasuspässe. Glaubt man dem Führer, ist der Krieg zu unseren Gunsten entschieden. Gezeichnet List OB Heeresgruppe A. Operationsbefehl Nummer 18 an OB Panzerarmee. Erstens, die Fortführung unserer Operationen hat die Heeresgruppe in den letzten Wochen bis vor die Tore des Kaukasus geführt. Immer noch weicht der Russe dem Entscheidungskampfe aus und zieht sich mit der Masse seiner Kräfte vor uns zurück. Ihre Panzerarmee steht vor dem ersten operativen Ziel der Offensive, den Ölfeldern von Maikop. Nehmen Sie diese rasch in Besitz, bevor die Sowjets Ölfelder und Raffinerien im größeren Ausmaße zerstören können. Zweitens, Kräfteansatz. Sie sind einzig auf die Kräfte der Panzerarmee beschränkt. Aufgrund unseres schnellen Vorstoßes liegen die Absprungplätze der Luftwaffe zu weit hinter der Front. Sie müssen also zunächst einen Flugplatz erobern, um ihre Fliegerverbände einsetzen zu können. Drittens, Feindlage. Der Feind wird alles tun, um ihren Vormarsch zu verzögern und Zeit zu gewinnen. Rechnen Sie vor allem mit sehr umfangreichen Verminungen und Verminungen der Vormarschstraßen, so jetzt. Gezeichnet List OB Heeresgruppe A. Okay, so, jetzt hatte ich gar nicht gesehen gehabt. Gibt's irgendwas Neues? Sieht nicht so aus, das ist schade. Infanterie. So, die dürfen jetzt auch kein Auto mehr haben. Jawohl, so. Einheit aufrüsten. Das ist jetzt die Frage. Mache ich das jetzt? Dann haben die aber kein P mehr. Das heißt, in weiteren Szenarien, wo ich die gebrauchen könnte, wären die am Arsch. Oder ich mache die Brandenburger. Nur das Problem ist, dann kann ich mit denen keinen guten Sturmangriff mehr durchführen. Die haben 6, 8, 9, 8. Was haben denn die Brandenburger? 5, 8, 9, 10. Die sind vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Und die können halt auch durchs Gebirge latschen. Komm, dann machen wir das jetzt einfach mal. Kurz, die Brandenburger und die Fallschirmjäger Pempel, gibt's die da zufälligerweise schon? Fallschirmjäger MG. Die kriegen jetzt auch endlich mal einen vernünftigen Wagen, dass ich die vielleicht auch mal ranfahren kann, um dann anzugreifen. Achso, ich hatte noch nicht geguckt gehabt, wie das mit der Luftwaffe aussieht, aber das sieht auch so aus, als ob das die gleichen Flugzeuge sind. Und hier ebenfalls. So, wir haben noch 5658 Prestige, das heißt, wir machen jetzt einfach mal kurz eiskalt wieder alles auf Überstärke. Das wird jetzt allerdings einiges mehr an Prestige kosten, als mir lieb ist. Denn da haben meine Truppen doch jetzt ein bisschen mehr gelitten im letzten Szenario. Die einen mehr, die anderen weniger. Jetzt sind wir schon mal noch bei 4900. Jetzt die Frage, die Waffen ist Brückenpioniere, könnte ich jetzt eigentlich auch verkaufen. Ich glaube nicht, dass ich die im nächsten Szenario jetzt brauchen könnte. Soviel ich weiß, ist das eine Furt, da die Flüsse. Also, dass man da rüber kann. Komm, dann verkaufen wir die jetzt. Dann sind wir nämlich wieder bei fast 4000. Oder sogar bei über 4000. Ja, das sieht doch... Nein, scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Oh, nee, jetzt habe ich die falschen... Och, Mann. Was spielen. Safe-Kampagne.
Dann müssen wir das nochmal neu machen, weil ich jetzt so intelligent war, dass ich die falschen da hier genommen hatte. Komm, der kann da nochmal draufhalten. Dann machen wir hier unten weiter. Der war ja leer. Aber so hatten wir das ja ganz gut hingekriegt. Und da hinten war dann das letzte Sieghex. Wir dann jetzt einfach reinfahren und dann nochmal den Sieg haben. Das lese ich jetzt natürlich nicht nochmal vor. So klug bin ich dann doch, obwohl das jetzt natürlich mal wieder ein richtiger Fail war, dass ich da aus Versehen die falschen verkauft habe. So, da muss ich nur dran denken an die Aufrüstungen. Die zwei Stück, die ich da getätigt hatte. Upsala. Nein, ich wollte eigentlich nichts kaufen. Ich nix Wolle kaufe. Ich auch nicht Rose Wolle kaufe. So, die wollte ich verkaufen. Einheit auflösen bitte einmal. Falschmieger MG, wo haben wir die? Da. Zack, 108. Und die Brandenburger kosten 115. Wieso kosten die eigentlich Geld, sag mal? Die sind doch eigentlich schlechter als die Falschmieger-Pioniere, aber das könnte natürlich daran liegen, dass die jetzt kein Auto mehr haben und das dann gezählt wird sozusagen. Also es wird wahrscheinlich, ja, obwohl doch 4052 haben wir noch. Dieses Mal habe ich auch die richtigen verkauft. Ja, also das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Leider dieses Mal wieder nur ein Sieg. Ist jetzt schon der 8. normale Sieg. Das ist sehr tragisch. Aber alles in allem ist es doch noch relativ gut gelaufen und ich speichere mal kurz, Spiel speichern und wie nenne ich diesen Scheiß jetzt? Das war jetzt, was war das jetzt überhaupt für ein Szenario? Ach, Rostov. Gedächtnis wie ein Sieb heute mal wieder. Okay, so. Gedächtnis wie ein Sibirer. Nee, Quatsch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder zu, wenn es wieder heißt Let's Play Panzergeneral 3D, wenn wir dann mal grob spielen und ja, eine Stunde habe ich jetzt etwa gebraucht, also ja, zu Fußball bin ich locker noch rechtzeitig fertig. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.